Bei mir steht Thomas Ademani, Trainer von Sparkasse FC Blau-Weiß Feldkirch. Testspiel gegen ausgeschlossene Amateure. Das ist wahrscheinlich ein großes Problem, die Infrastruktur in Feldkirch. Jetzt muss man in Rangfeld spielen. Ja, ich denke mal, die Probleme haben viele Vereine hier im Land. Wir trainieren in Sat 1. Können ab diese Woche auf Naturrasen wieder in Feldkirch trainieren. Also wir haben es eigentlich jetzt die ersten 3-4 Wochen eigentlich relativ gut lösen können. Also ich denke, wenn man keinen eigenen Kunstrasen hat, muss man das einfach so. Seit du Trainer in Feldkirch bist, geht es wieder sportlich bergauf. Man hat Chancen, in die Fradenberg-Liga wieder zurückzukehren. Ist das das wahrscheinlich das erklärte Ziel? Ja, schau nur zu. Was heißt erklärte Ziel? Ich denke, man sieht es jetzt auch an den Neuzugängen oder an den Transferaktivitäten im Winter. Ich glaube, dass die halbe Liga darauf spekuliert, einer dieser ersten drei Plätze zu erreichen. Und ich denke, das wird sicherlich ein schweres Unterfangen. Es sind 13 Endspiele. Ich glaube, man kann sich keine Schwächen leisten. Und am Ende, ich denke, das wird sich bis zum Ende des letzten Spieltags entscheiden, wer es dann nach oben schaut. Ganz kurz, jetzt hat man zwei Samba-Tänzer verpflichtet. Im Waldstadion fürs Frühjahr kann man schon ersten Eindrücke? Überhaupt nicht. Also sie sprechen weder Deutsch noch Englisch. Es sind mehr oder weniger Amateurspieler gewesen in Brasilien. Es sind nette Jungs, aber jetzt vom Qualitätszuwachs zu sprechen wäre zu früh. Muss man schauen. Ländekicker.voll.at, bleibt am Ball, drückt FC Blaues Weg. Viel Glück und alles Gute für das Frühjahr. Danke. Danke. Okay. Ciao. Ciao.